Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Athen von Max Herre in der limitierten Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Deluxe Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Athen von Max Herre, das Ganze am 8. November erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Ja, selten aber doch kommt es vor, dass es noch Bücher gibt, also Fotobücher, um sein Release zu verkaufen. Und zwar haben wir hier die sogenannte Limited Deluxe Edition. Das Ganze ist nicht mehr eingeschweißt. Ich habe nämlich gerade eben das Video schon einmal versucht zu drehen. Allerdings gab es dann irgendwie Probleme mit der Kamera. Deswegen ist die Folie noch ab. Ich möchte euch aber diesen Sticker nicht vorenthalten. Also hier lesen wir einmal limitierte Athen Deluxe Edition. Dann haben wir hier den Inhalt aufgelistet. 180 Gramm Doppelvinyl, 64-seitiges Fotobuch, alle Songtexte plus MP3 Download Voucher, 13 Songs featuring Tretmann, Megalo, Sugar MMFK, Dirk von Lozo, Joni und Joy Denalani und vielen mehr. Und die hier EP mit 12-Inch Vinyl inklusive zwei Songs, zwei Versionen mit Dendemann, OK Kid, Ali Neumann, Afrob, Munchi und Fettoni. Barcode ist auch noch dabei. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, so sieht dann das Buch aus. Es ist aber nicht nur das Fotobuch, sondern wir haben hier auf der Rückseite noch die angesprochene Bonus-Vinyl. Also die war dann direkt an das Buch hier so hinten dran gelegt und dann entsprechend mit der Folie eingeschweißt. Die machen wir dabei mal zur Seite und dann starten wir wie immer mit dem Album, in diesem Fall mit dem Fotobuch an sich. Es ist das vierte Album von Max Herre und es hat eine sehr lange Pause gegeben zwischen dem dritten und dem vierten Album, denn das erste Album, das vorige Album ist vor 7 Jahren erschienen, und zwar 2012, das war eben das Album Hallo Welt, und jetzt das erste Album seit dieser siebenjährigen Pause. Wir haben hier einmal oben rechts stehen Max Herre Athen, dann haben wir hier auf der linken Seite einen schwarzen Balken, also das Cover, das was wir hier sehen, das schließt nicht hier ganz ab, denn wir haben hier auf der Seite so eine schwarze Buchoptik, also es ist so gebunden und hier wurde entsprechend eben dieser Streifen freigelassen. Dann haben wir hier eine wunderschöne Landschaft, sieht so aus, als wäre das irgendwie das Meer oder so ein Seitenarm des Meeres. Dann haben wir hier zwei Kinder, es dürften wohl Kinder sein, die sind eher ja, etwas kleiner. Zumindest die Silhouetten von den Kids sehen wir hier und die spielen hier scheinbar auf den Felsen, eventuell springen sie auch ins Wasser, also eine echt schöne Landschaft hier, im Hintergrund noch Berge und Hügel. Auf der rechten, also auf der Seite haben wir dann Max Herre und Athen in goldener Schrift und auf der Rückseite haben wir dann auch wieder diesen schwarzen Balken freigelassen. Und dann haben wir die Tracklist. Also 13 Tracks sind hier mit drauf. Die sind nicht durchnummeriert, aber es ist hier ersichtlich A, B, C und D. Also das ist die Aufteilung auf die jeweiligen Vinylseiten. Und wir haben hier die Features. Die haben wir vorher schon zur Kenntnis genommen. Aber hier kann man eben nochmal genau sehen, auf welchem Track welches Feature stattfindet. Darunter haben wir dann noch die Beteiligten. Und zwar ist das Ganze erschienen über, hier lesen wir es, Lesedi Music. Dann haben wir rechts auch einen Barcode und dann schauen wir mal hinein. So, als erstes haben wir einmal die Vinyl plus einen Flyer. Wir haben hier einmal Max Herre Athen Tour 2020. Also das sind die Dates. Hier kann man Max Herre live sehen, Deutschland, Österreich und Schweiz. Tickets unter maxherre.de. Und auf der Rückseite haben wir einen Downloadcode. Und zwar lesen wir hier, dass man mit diesem Downloadcode eben das Album in digitaler Version runterladen kann. Und hier dann noch der Hinweis, please don't pass this code on, it's exclusive to you. Also, man soll den bitte nicht weiterreichen, der ist wirklich nur für denjenigen, der sich diese Variante gekauft hat. Gut, dann werde ich mich dann mal daran halten. Wir kommen zur ersten Vinyl. Die ist hier ganz am Anfang des Buches in der ersten Seite hier so eingearbeitet. Ich gehe mal davon aus, dass man das am besten hier oben, ja genau, also hier oben ist das geöffnet und dann kann man hier reingreifen und sich die Vinyl rausholen.
So sieht die aus. Klassisch in schwarz gehalten. Hier lesen wir wieder Max Herre Athen. Dann haben wir unten die ersten drei Tracks, die sich hier drauf befinden und auch das erste Feature. Das ist die A-Seite. Und dann haben wir natürlich auch noch die B-Seite. Hier auch wieder drei Tracks drauf. In diesem Fall drei Solo-Tracks. Gut, so viel zur ersten Vinyl. Dann schauen wir mal, dass wir die hier wieder reinbekommen. Also das Ganze ist so eine verstärkte Vinylhülle, nicht so ein klassisches Papier, wie man es dann oft vorfindet in den Vinyl-Editionen, sondern das ist hier wirklich etwas gestärkteres Papier, so Kartonpapier. So, dann haben wir hier mal eine Eule, passend zu Athen. Max Herre Athen lesen wir dann hier. So, dann haben wir hier, das sieht so aus wie eine Widmung oder ja, ein Intro. In diesem Fall aber kann ich euch das leider nicht vorlesen, denn es sieht mir so aus, als wäre das irgendwie auf, ja, nachdem es Athen ist, wahrscheinlich auf Griechisch. Falls irgendwer von euch der Sprache mächtig ist, fange ich das mal kurz hier ein. So, eventuell könnt ihr das dann hier entschlüsseln. So, was haben wir hier? Hier kommen dann die ersten Fotos. Sieht so aus, als würde hier Max Herre in einem alten Kombi am Steuer sitzen. Okay, und dann haben wir hier jetzt so Eindrücke der Stadt. Ich lege das jetzt mal so hin, damit ich euch das möglichst gut zeigen kann. Jawohl. Also das Design ist wirklich jetzt so durchgängig. Wir haben pro Seite immer ein Foto im Hochformat jeweils. Also hier können wir das sehen. Immer zwei Seiten. Und es sind so Impressionen, Eindrücke von Max Herre, die er in Athen so gewonnen hat. Ich war persönlich noch nicht in Athen, ich war schon auf diversen griechischen Inseln, Rhodos, Kreta und Santorini, aber in Athen selbst, in der Hauptstadt, war ich noch nicht. Ja, so sieht das dort aus, also ziemlich zugebaut, dicht an dicht die Gebäude und allesamt hier mit Flachdach, heftiges Bild auf jeden Fall. Weitere Fotos. Ja, also ich glaube, ich werde das jetzt mal etwas beschleunigen. Falls euch irgendwie ein Bild besonders gefällt, könnt ihr das natürlich hier anhalten. So, da habe ich zwei Seiten gehabt. Okay, gut, das waren die Fotos. Dann kommen wir jetzt hier rechts zu den Texten. Bedeutet, wir haben hier wirklich alle Lyrics mit drauf, und zwar sieht das so aus. Also hier haben wir die ganzen Infos zu den einzelnen Tracks, also die Lyrics zu den einzelnen Tracks, wirklich Wort für Wort abgedruckt. So, jetzt hat sich gerade was verabschiedet, aber nicht schlimm, das war nicht von der Box oder nicht von dieser Edition. So, hier links ist dann auch immer noch ein Foto. Und rechts eben dann die Lyrics. So sieht das aus. Jawohl. Und als letztes haben wir dann hier noch eine komplette Seite mit den Infos zu den einzelnen Tracks. Also hier die gesamten Credits. Wer hat produziert? Wer hat das geschrieben? Wer war da irgendwie beteiligt? Wer hat Instrumente gespielt? All das kann man hier dann nachlesen. Sehr schön. Und hier gibt es dann noch ein Foto zum Abschluss. Gut, das war's. Hier kommen wir dann zur zweiten Vinyl. Auch die kann man dann hier wieder oben, wenn ich es hinbekomme, entnehmen. So, wir haben dann hier die C-Seite. Die sieht so aus, mit insgesamt vier Tracks und jede Menge Features. Und dann haben wir zum Abschluss natürlich noch die D-Seite mit drei Tracks. Also A3, B3, C4, D3, kommen wir insgesamt auf 13 Tracks. Packen wir die Vinyl wieder zurück in die Hülle. So. Somit ist das Buch dann durch. Sind insgesamt, wenn ich jetzt richtig informiert bin, 72 Seiten, die eben jede Menge Fotos beinhalten, plus die Lyrics und auch dieses Zettelchen hier mit den Tourdaten und dem Downloadcode. Und dann haben wir hier noch ein Extra mit dabei. Und zwar haben wir hier, beziehungsweise
vier Tracks sind das dann gesamt, zwei auf der A-Seite, zwei auf der B-Seite. Das ist die hier EP. So, wir haben hier ein schwarz-weißes Bild. Sieht so aus wie so ein Kanal, eventuell ist der auch in Athen. Dann gibt es unten rechts den Barcode und die Beteiligten. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jawohl. Also, das ist die Hülle, in der sich die Vinyl befindet. Und hier haben wir auch wieder alle Lyrics mit drauf. Sehr schön. Die Features sind hier natürlich auch angeführt. Und auf der Rückseite dann die letzten Tracks und die Infos zu dieser EP. Sehr schön. Also, nochmal vier Tracks mit drauf. Bedeutet, wir haben dann insgesamt 17 Stück. Dann schauen wir uns nochmal ganz kurz die Vinyl an. Ja, wie zu erwarten war, ist ja auch in schwarz gehalten. Hier die ersten drei Tracks. Features von Dendemann, OK Kid, Ali Neumann, Monchi und Afro. Und auf der B-Seite haben wir dann noch Features mit dabei von Joy Denalani, die Frau von Max Herre, Fat Tony, Megalo, Sugar MMFK und Dirk von Lozo. Sauber. So, dann packen wir das wieder zurück. Wie gesagt, Lyrics und Credits hier alle mit auf der Hülle. Dann packen wir die wieder hier rein. So. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Deluxe Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Bonus-Vinyl mit der EP mit insgesamt vier Tracks. Dann haben wir hier diesen Album-Download-Code, der hier bei diesem Tourflyer mit eingearbeitet ist. Und natürlich das 72-seitige Buch zum Album Athen mit den beiden Vinyls, mit der Album-Doppel-Vinyl und den ganzen Lyrics und den Fotos. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Deluxe Edition Athen von Max Herre. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Deluxe Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Max Herre unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.